Ah, oh, oh. Idioten, ihr lernt es einfach nicht. Ich bin der Spot. Gegen mich kommt ihr nicht an. Du bist super gut im Angeben. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Aber jetzt, mein Freund, kommt das, was ich dir versprochen habe. Ich habe doch gesagt, du lernst mich, wenn du mich richtig kennenlernen willst, hast du mich nur zu provozieren. Und jetzt, mein Freund, lernst du mich mal richtig kennen. Hier bitte. Da hast du einen schönen Schub an Telekinese. Portalchen. Hä? Ich mach dich sowas von fertig. Das ist dir klar, oder? Ja, ja, sicher. Oh, ich hasse mein Leben. Wenn wir sich da augenblicklich mal was einfallen lassen, wie wir den Typen aufhalten, dann gibt es wahrscheinlich hier keine Möglichkeit mehr. Wobei, gibt es denn überhaupt eine Möglichkeit? Wir haben doch gefühlt schon alles Mögliche versucht. Tricks, Gegenstände, Überraschungsangriffe. Nichts hilft gegen den Typen. Wie sollen wir einen Typen aufhalten, der alles voraussehen und abwehren kann, was wir tun und dann auch noch Portale öffnen kann? Meine Oma, der ist ja unbesiegbar. Aber weil ich nun mal nicht hier bin, um zu jammern, los weiter. Au! Spinne, mach dich endlich mal nützlich. Nicht immer feige verstecken. Ha, feige verstecken? Das ist wohl eher das, was du die ganze Zeit tust, Hordak. Aber jetzt miteinander streiten, bringt wohl keinen von uns beiden weiter. Habe ich recht? Stimmt auch wieder. Also dann. Wir müssen zusammenarbeiten. Komm, lass uns gemeinsam gegen den Typen losfahren. Du lenkst ihn mit deiner Telekinese ab und ich schleich mich an ihn heran und box ihm eine aufs Maul, dass ihm alles vergeht. Alles klar. Wow! Du scheinst ja deinen ganzen Schub an Telekinese rauszulassen, mein Bester. Bringt dich aber auch nicht wirklich weit. Was? Hä? Jetzt! Los! Und... So, du Kerl! Jetzt brich endlich nieder und bleib liegen! Ach, diese Telekinese ist so verwirrend. Ja, bleib da liegen! Los! Bleib da liegen! Nein, bleib nicht liegen! Steh auf, damit ich dich wieder niederboxen kann. Nein. No. No. Netter Versuch, aber weißt du was? Es spielt keine Rolle, was du tust. Es spielt keine Rolle. Du kannst mich nicht besiegen. Du bist zu schwach, du bist... Mein Freund, du bist schuld daran, dass Hordak, was mir eigentlich eh recht ist, uns links wird von diesem Planeten verschwinden werden.
Das mit Slingsworth ist mir aber ganz und gar nicht recht. Aus diesem Grund, mein bester Freund, werde ich dich bezahlen lassen. Auch wenn du mich umbringst, das ändert gar nichts. Denkst du vielleicht, deine kleine Freundin wird hier auf diesem Planeten bleiben, nur weil du mich umbringst? Mein Freund, du denkst falsch. Und du bist ein falsches Schwein. Wenn du meine ehrliche Meinung hören willst. Ich bin kein falsches Schwein, mein Freund. Ich bin ein mächtiges Schwein, wenn schon, bitte. Wenn ich schon ein Schwein bin. Spinne. Diese Spinne führt einen Quatsch auf. Sag mal, Spinne, was machst du denn da eigentlich? Hordak, nichts für ungut, aber ich könnte hier unten eine helfende Hand gebrauchen. Was man nicht alles tut. Cool. Also ganz ehrlich, Hordak, Funktionen hast du drauf. Da hätte ich dich ehrlich gesagt viel lieber bei meinen Heldenkollegen dabei. Anstatt bei meinen größten Feinden. Ja. Dasselbe habe ich über die Schurken des Dunklen Meisters auch schon oft gedacht. Zum Beispiel Squeeze. So, und jetzt, mein Freund. Moment mal. Freund? Hordak, was redest du da? Wir sind keine Freunde. Nein, natürlich nicht. Wir sind nicht mal Kollegen. Wir sind größte Feinde. Nur wir helfen uns gerade gegenseitig. Weil wir müssen. Ja, weil wir müssen, sonst nicht. Ich würde das doch niemals freiwillig tun. Ich meine, mit dir zusammenarbeiten, bäh. Wenn es nicht äußerst nötig wäre, dann würde ich das garantiert nie im Leben mehr tun. Ja. Mir reicht es. Ich bin nicht davon. Weißt du, Hordak, der Gedanke, dass du von diesem Planeten verschwinden wirst, ist irgendwie echt nicht schön. Moment mal. Was? Was habe ich da gerade gesagt? Das kann doch nicht wahr sein. Was rede ich da? Schon gut, Spinne. Ich muss es ja zugeben. Es könnte ja jeden Moment passieren, dass deine Kollegen den Spot aufhalten. Aus diesem Grund sage ich dir, es war eine schöne Zeit hier auf eurer Welt. Ich werde eure Welt vermissen. Ich werde die Kämpfe mit dir vermissen. Sie haben Spaß gemacht. Super viel Spaß. Spaß, wie kein Kampf auf meiner Welt jemals hätte machen können. Und außerdem auf meiner Welt werde ich wieder an meine schreckliche Vergangenheit erinnern, die ich dir ja schon vor kurzem erzählt habe. Ja, Hordak. Oh. Mir wäre es sowieso am liebsten, wenn Slingsworth hier bleiben würde. Und wenn ich jetzt ehrlich bin, du auch. Spider-Man. Wir zwei kommen super miteinander aus. Ehrlich, vor allem in diesem Moment. Aber du musst verstehen, ich bin ein Bösewicht. Ich bin dazu da, böse zu sein. Ich kann nicht gut sein, so sehr ich es auch versuche. Hordak, du redest totalen Unsinn. Jeder hat das Potenzial für Gutes und Böses in sich. Und jetzt hör auf mit diesem Kleinkinderkram. Diesen lächerlichen Satz erzählt man doch nur kleinen Kindern. Das Potenzial für Gutes und Böses. Erzähl mir was ich noch nicht weiß.